Fleischmann bringt traditionell alle Jahre wieder vor Weihnachten einen Zug in den Preußenfarben heraus. 2012 nun ein Set, 5-Länder-Zug. Dieser Zug bekam seinen Namen, weil er auf der Relation Berlin-Zürich 5 Länder querte, nämlich Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Württemberg und Baden. Einen solchen 5-Länder-Zug hat es bereits 1988 gegeben, damals allerdings mit einer schwarzen P10. Weil laut Auskunft von Fleischmann der Zug seinerzeit ein Volltreffer war und eine vielfache Nachfrage bestand, wurde er anlässlich des 125-Jahre-Jubiläums neu aufgelegt, wieder mit einer P10 als Zuglok, die allerdings diesmal in den Preußenfarben bis unter den Schornstein randvoll gepackt mit Soundfunktionen und auf den ersten Blick eines Mobileye durchaus authentisch.
Vertreter der reinen Lehre werden sich an diesem Zugset dennoch reiben, denn Fleischmann nimmt einige Ungereimtheiten in Kauf. In dieser Zusammenstellung hat es den Zug nie gegeben, denn eine grüne P10 war nie Zuglok. Vergleicht man deren Herstellungsdatum 1922 mit den Revisionsdaten der Wagen 1917, wird klar warum. Aber weil es MOBA-Freunde gibt, zu deren Standardausstattung eine Lupe nicht gehört, werden zumindest die ihre Freude an dem laut Fleischmann insgesamt stimmigen Quintett haben. Und weil das Hobby seinen Anhängern Spaß machen soll, ist ihnen diese Freude auch zu gönnen. Und Freude kann man bei diesem Set im Spielbetrieb durchaus haben. Die P10, spätere Baureihe 39, hat als Fleischmann-Modell seinen ersten Rollout bereits 1987 erlebt. Bei ihrem Erscheinen wurde ihr eine zukunftsweisende Optik bescheinigt, und weil sie im Rahmen der Modellpflege immer wieder kosmetische Korrekturen erfuhr, kann sie sich selbst heute noch durchaus gegenüber Modellen der Mitbewerber behaupten. Ihre freistehenden Leitungen, das filigrane Gestänge und die eben solchen Räder mit ihren niedrigen Spurgrenzen sind eine Augenweide. Wurde der Sound bei früheren Versionen in einem XXL-Lautsprecher produziert, der breit auf dem Boden des Führerhauses lag und sogar noch darüber hinaus ragte, kommen die Töne bei dieser P10 aus einem unauffälligeren Würfel, der an gleicher Stelle liegt und weder den Durchblick am Tender vorbei noch durch die Fenster begrenzt. Die Vorbilder der Reisewagen gehörten zu den ersten preußischen Wagen, welche mit Drehgestellen amerikanischer Bauart, den sogenannten Schwanenhalsdrehgestellen, ausgestattet waren. Die Wagenkästen bestanden aus Holz, das mit Blech verkleidet war. Die Traktionseigenschaften der Lok sind außerordentlich hoch, dank rund 280 Gramm Gewicht des Tenders und 4 Haftreifen auf den Rädern seiner ersten und letzten Achse. Auf unserer Rollenwaage stemmte die Lok 255 Gramm Gewicht, und das prädestiniert sie für den Einsatz auch vor wesentlich längeren Reisezügen. Auf unserer Clubanlage machte sie keine Probleme auf weichenden Kreuzungen. Alle Modelle sind tadellos gefertigt, bei der Lok treten jedoch bei einigen Rädern geringe Höhenschwankungen auf. Der Druck gibt keinen Anlass zur Kritik, unter der Lupe waren alle Buchstaben klar, ihre Kanten scharf. Das Set stellt einen Zug aus der Länderbahnzeit dar, und die dauerte bis 1922.